Hallo ihr Lieben! So, ich möchte euch heute mal einen ganz krassen Fall aus meiner Praxis erzählen. Es ist ja so, natürlich musst du einfach eine Rückmeldung der Besitzer haben, dass du das mal teilen darfst, was wirklich alles möglich ist, wenn man den Pferden eine Chance gibt, wenn man dem Körper eine Chance gibt und wenn man wenn man das richtige passende Team hat, dann sieht man oder dann weiß man, dass die Dinge auch gut werden können. Ne? Also ich muss sagen, ich war heute bei diesem Schatz hier, das ist der Diego, die das mitverfolgt haben auf meinem Kanal. Der Diego hat nach Weihnachten bei mir gestanden zur Reha, Das hat aber leider nicht funktioniert, weil der Diego so einen Stress hatte, immer dann, wenn meine Pferde rausgegangen sind. Ich hatte den eine gute Woche bei mir und eine Woche bei mir und musste ihn aber leider Gottes wieder abgeben quasi, weil er immer gestiegen ist, wenn sich der Jordi bei mir zu Hause bewegt hat und der Jordi brauchte nur zum Wasserfass gehen. Da ist der Diego ausgerastet. Ich denke, nee, das kann nicht sein, wie ihr hier seht. Der Diego hatte einen Unfall an dem im Trail, wo der gestanden hat vorher. Der ist gelaufen. Man sieht das gar nicht auf dem Video. Habe ich noch irgendwo ein Video, wo der... Wartet mal. Haben wir noch ein Video von ihm? WhatsApp-Video, ja. Der ist gelaufen, ach so, da habe ich die ganzen Videos hingepackt, so. Und hatte sich schwerst verletzt auf dem Trail. So, liebe Grüße von Diego. Können wir den ausmachen. Ohne Ton, Audio extrahieren. Das kann man doch wegnehmen hier. Genau, so. Da stand er in der Klinik, da seht ihr das Bein. Und der Diego hatte eine Verletzung durch eine Klinge, die auf dem Trail lag. Und da ist er reingetreten. Und dann hat er, ich zeichne euch das mal eben auf, ich hoffe, dass ich das einigermaßen hinkriege, dass es einigermaßen adäquat aussieht. Wenn ihr euch den Huf anguckt, das Bein, und das sind wieder mal die Dinge, die man kaum für möglich hält, glaube ich, wenn man sie nicht selber erfährt. Das ist, wenn man sich jetzt den Huf anguckt, ne, dann habe ich hier den Huf mit der Hufspitze. Da macht er so eine leichte Schwenkform. Ist jetzt sicherlich nicht 1000% schön, was ich hier male. Aber ich bin ja auch kein Künstler. Ich möchte euch das nur näher bringen. Wo seine Hauptproblematik war. Dann hast du hier das Hufbein. Ist jetzt nicht schön und vielleicht ist es auch nicht zu 100% so, wie es sein sollte. Ist aber auch jetzt gar nicht wichtig für das, was ich euch erzählen möchte. Dann haben wir hier das Kronbein. Das zieht sich weiter nach oben. Das zieht sich weiter nach oben. Und wir haben darüber liegend das Fesselbein. Dann haben wir die Bänder, den bandhaften Apparat. Und so eine, warte, wir müssen noch erst ein anderes malen, ein anderes Knöchelchen malen. Das ist auch noch ganz wichtig. Und zwar haben wir noch das Strahlbein hier liegen. Das ist hier ungefähr. So, und wir haben hier drüber laufen, beziehungsweise hier. Kann man das sehen? Vielleicht nehme ich doch eine andere Farbe. Mal zurück. Das, was bei ihm massivst verletzt ist, und zwar ist das die tiefe Beugesehne. Die tiefe Beugesehne kommt ja von hier oben und läuft hier bis unten zum Hufbein.
Hat es anatomisch nicht schön gemalt, ne? Ich weiß, es sieht noch ein bisschen anders aus, wenn man es in vernünftig macht. Ich kann es aber nicht besser, entschuldigt bitte. Und der Diego hatte eine Verletzung in dem Bereich hier. Der hat in ein Cuttermesser, in eine Klinge getreten und hat sich auf der einen Seite die tiefe Beugesehne durchgetrennt, sodass sie keinen Halt mehr zum Hufbein hat oder hatte. Und das, das seht ihr hier, da hat er gefressen. Ich habe immer Videos gekriegt von ihm. Das seht ihr hier in dem Bild, dass der auf dem Fuß nicht mal mehr vernünftig steht. Er ist operiert worden. Es hat auch ganz lange gedauert, bis man das diagnostiziert hat. Das Pferd, ne, die kamen und das Pferd stand auf drei Beinen. Und war alles andere als in einem guten Zustand. Der stand nur auf der Spitze, weil er gar nicht belasten durfte. Der hatte zwischendurch, das ist jetzt schon ein Hufeisen drunter. Das war schon wenig. Ne, wenn ihr hier seht, ich mache eine andere Farbe. Das könnte ein bisschen laut sein. Irgendwie sind sie bei mir draußen am Trecker fahren. Entschuldigt bitte. Aber ich kann das Fenster auch bei diesen Temperaturen nicht zumachen. Das ist ein Metallaufzug, den man da drunter gemacht hat, damit die Beugesehne, die hier herläuft, halt keinen Zug bekommt, sodass die anderen Strukturen das quasi auffangen können. Und wir haben wirklich, also ich muss dazu sagen, es ist ein tolles Klinikteam, der war ganz, ganz viele Wochen in der Klinik. Der Schmied war dabei, der hat unfassbar gut unterstützt. Ich habe ihn regelmäßig therapiert. Seine Besitzerin und seine Pflegerin, die haben wirklich alles gegeben für das Pferd, damit der wieder auf die Beine kommt. Und wenn ich sehe, wir haben ja nochmal ein Laufvideo, und wenn ich sehe heute bei meinem Termin, was wirklich möglich ist, wenn du Pferden eine Chance gibst. Da seht ihr, da ist der schon gut gelaufen, aber da hat er immer noch die... Halt, ich gehe nochmal zurück, damit man sieht. Da hat er immer noch... kann das mal größer ziehen. Da hat er immer noch die... er läuft nicht ordentlich, sondern er hat diesen Keil oder diese Erhöhung hinten drunter. Das heißt, er läuft nur auf der Zehenspitze, sodass er nicht belasten muss. Das war, als der von dem Wochenende von mir weggegangen ist, haben wir ihn dort an diesen Stall gebracht. Die junge Dame, die ihn führt, hat ihn jetzt übernommen und versorgt ihn jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Heute Morgen bin ich hingekommen und habe ihn jetzt länger nicht gesehen und habe ihn halt osteopathisch betreut, oder ich betreue die beiden schon sehr, sehr lange osteopathisch. Und wisst ihr, das sind die Momente als Therapeut, wo dir die Tränen in den Augen stehen und du denkst, unglaublich. A, hat dieses Pferd einen unglaublichen Lebenswillen. B, haben wir alle dran geglaubt. Also die Tierärztin hat ihn auch im Nachgang immer wieder besucht und immer wieder eingestellt. Der Schmied, der hat jetzt einmal noch zwischendurch gewechselt. Aber schaut mal. Seht ihr, wie das Pferd steht hinten? Oh, warte, jetzt sieht man es natürlich nicht. Also erstmal finde ich, dass der sehr, sehr gut aussieht. Sehr, sehr gut für das, was das Pferd mitgemacht hat. Und guckt euch das mal an. Der hat keine Erhöhung mehr drunter. Und der steht, natürlich hat er noch Beschläge drunter zur Korrektur. Aber der steht auf seinen Füßen. Und ich habe ihn heute, ich habe leider kein Laufvideo gemacht. Als die aus der Box gekommen sind, habe ich zu der Besitzerin gesagt, ist das dein Ernst? Der läuft ja besser als manch andere Pferde, die man sich anguckt. Es ist unglaublich. Und es ist einfach unglaublich, was man schafft, wenn man es gemeinsam schafft, wenn man den Prozessen Zeit gibt und wenn man die Pferde einfach vernünftig betreut. Und hier war wirklich die Frage, Tod oder Leben. Und Diego hat sich fürs Leben entschieden. Der hat gekämpft. Und ich bin heute so, ich bin wirklich, ich stand da, mir läuft dann schon mal auch das Tränchen die Wange runter, weil ich so glücklich bin, wenn du solche Ergebnisse erzielst und einfach ein Teil des Teams sein darfst,
um den Pferden zu helfen. Das ist also, bitte, wenn ihr sowas habt, es gibt immer Möglichkeiten, gebt nicht zu früh auf und vor allen Dingen holt euch gute, qualifizierte Menschen an die Seite, die euch begleiten, die eure Pferde begleiten, damit solche Wunder geschehen können. Ich bin immer wieder, also ich bin ja dankbar für das, was ich tue. Ich kann es immer nur wieder jeden Tag sagen. Ich bin unfassbar danke für das, was ich draußen mit den Pferden leisten darf, dass ich dabei sein darf, dass die Pferdebesitzer mir ihr ganzes Vertrauen schenken, ja, mir so viel Vertrauen geben in meine Arbeit und ihr wertvollstes Stück an die Hand geben. Dafür bin ich ultra dankbar. Ich wollte das so gerne mit euch teilen, weil es ist es ist so selten, dass ich das machen kann, weil ich einfach, viele Menschen wollen das auch einfach nicht, dass man davon berichtet. Es ist völlig okay, nicht jeder muss das preisgeben, was mit seinem Pferd ist oder was man halt macht und wie oft das Pferd zur Therapie geht, wie auch immer. Es ist ja immer noch so ein bisschen draußen, oh ja, der geht schon wieder zur Therapie. Nein, es ist total normal, dass die Pferde begleitet werden, weil es einfach so viele Kompensationen von euch auch mittragen und ertragen muss. Also regelmäßige Osteopathie, Physiotherapie, das ist schon ganz wichtig für eure Pferde. Und es hat in meinen Augen nichts mit Wellness zu tun. Wenn ich immer höre, na, bekommt er wieder Wellness, dann denke ich mal so, ihr habt doch überhaupt gar keinen Plan von dem, was man wirklich macht. Also das ist nicht Wellness. Sowas, wie ihr hier seht, das ist nicht Wellness. Hier geht es um Leben und Tod und ein Pferd wieder vernünftig auf die Beine stellen. Ja, in diesem Sinne, ich wollte euch gerne teilhaben lassen. Mal eine ganz andere Geschichte von mir als immer diese Zusammenhänge-Videos, wie auch immer. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und passt auf eure Mäuse auf.